Ich könnte das als Haken benutzen. Nein. Worin bleibt mein Fisch am Leben, sobald ich ihn gefangen habe? Ah. Warum will ich überhaupt einen Fisch am Leben haben? Ich weiß sowieso nicht, wo ich hier angeln will. Aber hey. Kriegen wir jetzt hier vielleicht mal einen Haken? Wäre schön. Schachfigur. Kreuzass. Schon wieder so ein komisches Kreuzass. Ist aber irgendwas Eingraviertes. Ein Wecker. Achso, es war eine Taucherbrille. Das war eine Badekappe. Eindeutig. Ein Schnorchel. Harpune. Harpune habe ich hier schon mal gesehen. Flipflop. Klar, liegt auf jedem Piratenschiff erstmal ein Flipflop. Eine Pfeife. Pfeife. Michelle Pfeife. Rettungsweste, Walkie-Talkie. Ja, Walkie-Talkie liegt natürlich auch immer auf jedem Piratenschiff. Ja, damit die Piraten sich erstmal vernünftig kommunizieren können. Ein Kescher. Den haben wir. Und alles weitere. Ich hab keine Ahnung. Das war die Pfeife. Walkie talkie, walkie talkie, walkie talkie, walkie talkie. Das war die Rettungsweste, hätte ich nie gesehen. Nee, da ist nichts drin, okay. Ich glaube, ich muss irgendwo irgendwas noch wegschieben. Ah, da ist ein Wecker, da ist auch sowas. Da ist auch das Zeug. Ne, in der Muschel war jetzt so das halbe Wimmelbild drin. Wow. Schnorchel und Walkie-Talkie. Die meisten Kids von heute wissen noch gar nicht mehr, was ein Walkie-Talkie ist. Und wo ist hier bitte schon ein Schnorchel? Schnorchel. Schnorchel ist auch so ein doofes Wort einfach. Schallplatte, ja, natürlich. Ist nur ein Rohr. Ach, da ist ein Schnorchel. Und da ist auch das Walkie-Talkie. Und wir kriegen einen Kescher. Für. Weiß ja nicht. Ach, die toten Fliegen brauchen wir für. Ah. Zack. Zack. Und zack. So. Sie hielt einst etwas in ihrer Hand. Wenn ich doch nur die Zeit zurückdrehen könnte. Vielleicht die Hochzeitseinladung. Oh. Ein Kescher. Köder. Okay. Was haben wir denn hier? Pfeife mit Tabak. Ach, jetzt dürfen wir uns um diese Pfeife kümmern, ja? Okay. So, Angelhaken. Angelhaken ist doch jetzt hier das, was ich brauche wahrscheinlich. Den haben wir hier oben schon mal gesehen. Oder ich zumindest. Eine Sanduhr haben wir auch. Eine Puppe haben wir auch. Einmal Honig haben wir da. Ohne, dass die Bienen jetzt daherkommen. Der Engel liegt hier. Die Perlen. Augenklappe. Goldenes Armband. Das da. Hufeisen habe ich schon mal gesehen. Da. Knoblauch. Habe ich schon fünfmal drauf geklickt. Da haben wir die Schnalle, die Gürtelschnalle. Perlen. Da. Naja. Weniger Perlen, mehr ewig Kugeln in einem komischen Band. Augenklappe. Das ist ein Käfer. Das ist eine Augenklappe?
Hätte ich nie so gesehen. Okay. Gut. Das heißt, wir können jetzt endlich angeln. Ich weiß zwar nicht wofür, aber wir können endlich angeln. Wuppdi-du-di-du. So. Am Haken hängt kein Köder. Ja, dann ändere das doch mal. Hier, Köder. Endlich sind wir diesen Scheiß aus der Tasche los. Ui. Ohne Wasser bleibt ein Fisch nicht lange am Leben. Ich sollte ihm ein neues Zuhause bieten. Hier. Hier. Ich kann den Fisch nicht mit bloßen Händen vom Haken nehmen. Nicht. Nehmen den Kescher hier. So. So, und jetzt? Soll ich jetzt den Fisch hier in die Hand legen, oder? Wie ist das? Fisch. Okay, dann nicht. Versuch war es wert, aber nö. Einfach nur weil nö. Aha. Wie ist es mir jetzt vorher nicht aufgefallen? Mein kleiner Freund kann den Ring aus der Mitte des Labyrinths holen. Wenn ich durch die Riemen der Ringe einen Weg hindurch öffne. Aha. Okay. Komm, Fischi, 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 Fisch. Ach, das ist gar nicht offen. Ah, okay. Jetzt schwimmen da durch. Ach so, macht er erst, wenn ich wirklich hier alles soweit durch habe, ja? Okay. Okay. So. Oh, und? Kann doch durchkommen? Da? Nein? Also ich sehe da kein Problem, ne? Fisch geht von da, dahin, 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 da durch. Und dann bist du noch da. Was ist das Problem? Viele andere Möglichkeiten habe ich eh nicht. Ist auch ein ganz schönes Sound hier. Hm. Hm. Was hat das hier mit auf sich? Ich hab keine Ahnung. Ah. Das Wasser wird da durchgestrudelt und kommt da wieder raus. Und meinetwegen. Hm. Ja und? Machen ja auch hier diese hier so ein bisschen kurios, diese Griffe hier oder was das sein soll. Ich habe keine Ahnung. Wo ist jetzt das Problem für den Fisch hier durchzugehen? Ich frage ja nur. Ich sehe da kein Problem. Wo liegt es daran? Ah, dass der Fisch sonst... Ah, der wäre dann in den Strudel. Ah. Okay. Ich verstehe. Wir wollen natürlich nicht, dass der Fisch hier irgendwie abhanden kommt. Und hier ist halt auch nur der Durchgang. Aha, so langsam verstehe ich das Ganze. Ich dachte zwischendurch, dass halt hier durch diese Mauern, dass der Fisch irgendwie da durchkommt. Keine Ahnung. Ein falsches räumliches Vorstellungsvermögen hatte ich da gerade. Ist aber... Wir haben nur eine Möglichkeit, wie wir hier reinkommen. Das ist über diesen Weg. Das heißt, wir müssen das hier oben noch weiter irgendwo hindrehen. Nicht so. So, schon eher. Und da müssen wir halt noch den Weg dafür finden. Hm. Oh Gott, ernsthaft?
Och Leute. Ihr mich auch. Ihr mich wirklich auch. Bestimmt super easy. Und ich mach's halt nur komplizierter als es ist. Nein, das kann nur so. Anders geht's nicht. Weil nämlich keine Öffnung irgendwie sonst nach innen geht. Wir haben da nur diese Position. So. Das heißt, der Fisch muss, wenn wir davon so irgendwie da reinkommen. Was halt wiederum problematisch ist, da die meisten Öffnungen, die vom Fisch in den inneren Reich gehen, immer dann nach unten gehen. Das heißt, der Fisch muss dann halt irgendwie dann halt noch so seinen Weg finden, vielleicht auch über eine weitere Schlaufe, dass er dann halt dahin kommt. So. Und wahrscheinlich bräuchte ich dafür so was. So. Da war doch einfach. War doch gar kein Problem. Hust, hust. So. Da haben wir's. Statt einfach von oben selbst mit der Hand reinzugreifen. Was ist so schlimm dabei? Bloß nicht nass werden oder was? So, da haben wir einen komischen Siegelring mit so einem Haken. Können wir hier bei der Tür verwenden. Updidudidu. Zack. Drehen. Offen. Terrasse. Unendliche Weite. Da ist die Gondel, ja? Der Mechanismus ist verrostet. Ich brauche Öl, um die Gondel zu dingsen. So, ein Porträtstück. Aha. Ich wusste, wo das Porträt war. Ach ja, in der Gruft. Okay. Es scheint, als hätten sich Krähen in dem alten Turm eingenistet. Ich sollte sie besser nicht aufscheuchen, sonst picken sie mich womöglich zu Tode. Ja, Krähen sind angriffslustige Tiere. Ja. Hm. Sonst ist hier nichts, ne? Das ist halt verrostet. Jetzt kann ich hier nichts verwenden. Da. Achso. Yay. Ich war mir halt jetzt gerade echt nicht sicher, war das die Tür, aus der ich herkam, oder? Hm. Es sieht so aus, als wäre hier mal ein Bild gewesen. Wenn ich es wieder herstelle, kann ich vielleicht hinein. Denn es wird hier windig, ja. Auch jede Menge komisches grünes Gedönsdingens. Des Todes. Hm. Tut mich jetzt auch nicht wundern, wenn jetzt plötzlich irgendwo irgendein Wimmelbild wieder zum Vorschein kommt. Das dritte Mal hier. Wuppdi-du-di-du. Einen Schlüssel brauchen wir für das hier? Okay. Einer Schlüssel fehlt. Der hier wahrscheinlich. So. Woran sie auch erkannt hat, dass ein Schlüssel fehlt. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Aber okay. So. Da haben wir ein Porträt. So. Da haben wir hier einen Rahmen. Sehr auffällig. Tasche, Käfer, Klee. Klee hatte ich irgendwo gesehen. Halsband. Eindeutig. Sowas würde ich auch tragen. Ölkanne. Tagebuch. Das ist kein Tagebuch, das ist ein Tuch. Da ist ein Tagebuch. Entermesser haben wir hier. Fischgräten. Fischgräten. Tasche. Wo sind denn die Fischgräten? Nices. Becher. Klee, Käfer haben wir da. Und wo haben wir jetzt das Klee? Ist irgendwo eingemeißelt da. Okay. Und wir kriegen eine Ölkanne. Ist die auch mit Öl verdingst? Oder muss ich da jetzt erst noch Öl für holen? Ich frag ja nur. Oh, warte. Da konnte ich irgendwas mit dem Brunnen jetzt plötzlich machen. Nein.